Klaus Kiefer ist zu uns jetzt live in Herzogenaurach. Klaus, und beginnen wir gleich mit Manuel Neuer. Wir haben es gerade gehört, stolzer Papa, Fußball nicht mehr ganz im Mittelpunkt des Geschehens. Hat er denn auch was über seine sportliche Zukunft erzählt? Ja, hat er. Er macht sich aber erst Gedanken darüber, ob er zurücktritt nach diesem Turnier. Aber wenn man ihn heute auch wieder im Training gesehen hat, hier erlebt, dann da brennt er noch. Der ist voller Leidenschaft. Da deutet nichts auf Rücktritt hin. Und es ist ihm ja grundsätzlich alles zuzutrauen. Er hat das Torwartspiel revolutioniert. Er ist ja der Spieler, Torhüter und Libero in Funktion, in Allgemeinfunktion. Und ja, er ist natürlich auch nach seinem Skiunfall zurückgekommen. Das haben ihm auch ganz wenige zugetraut. Ja, und vielleicht hat er sich Dino Zoff, die italienische Torwartlegende, als Vorbild genommen. Der ist ja mit 40 Jahren nochmal Weltmeister geworden. Und vielleicht hat er das vor bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Das werden wir dann sicherlich nach dem Turnier erfahren. Bleiben wir mal im Hier und Jetzt. Die Stimmung nach dem 5:1 sicherlich gut. Wir haben es gerade gesehen. Sogar Auswechselspieler Sané und Eigentorschütze Rüdiger flachsen da rum, machen Spaß. Also momentan eigentlich besser könnte es kaum sein, oder? Ja, vielleicht hat Sané Rüdiger nochmal zu seinem Traumkopfballtor gratuliert. Ja, also die Stimmung ist gut. Das steht völlig außer Frage im gesamten Team. Natürlich auch wegen des 5:1 Erfolgs. Nicht nur, weil man gewonnen hat, sondern weil man durch diesen tollen Sieg auch so eine kleine EM-Euphoriewelle ausgelöst hat. Und zur Entspannung dürfte auch beigetragen haben, dass die Spielerfrauen nach dem Sieg gegen die Schotten ins Mannschaftshotel durften. Aber bei aller Entspanntheit heißt natürlich jetzt volle Konzentration und den Fokus auf das Ungarn-Spiel richten, auch wenn die 3:1 gegen die Schweiz verloren haben. Die haben uns in den letzten Spielen doch schon ziemlich geärgert, aber wir alle hoffen natürlich auf einen Sieg am kommenden Mittwoch. Sind wir sehr gespannt. Ich sage vielen Dank, ganz aktuell für die Infos direkt aus Herzogenaurach, Klaus Kiefer. Dankeschön.